Warum hat sie keinen Bauch? Alles klar. Also sie watschelt wie eine Schwangere, aber sie hat keinen Bauch. Ich check's nicht. Bin ich bereit? Nö. Hallo, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge der Chaos Deals. Ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit, das zu verdauen mit den Vierlingen. Das reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Ja, wir starten, denke ich, einfach mal gleich in den Chaos, in das Chaos rein. Warum hat sie keinen Bauch? Alles klar. Also sie watschelt wie eine Schwangere, aber sie hat keinen Bauch. Ich check's nicht. Okay. Sie trägt wahrscheinlich auf einmal nach innen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie keinen Bauch, während sie jetzt wieder einen hat. Hä? Ja. Okay. Das gehört zu den Chaos Tales. Das ist normal. Wir kriegen Vierlinge, meine Lieben. Und in dieser Folge werden wir sie kriegen. Und ich habe mir jetzt so ein bisschen die Tage Gedanken gemacht. Ja, ich lage wirklich im Bett und habe über Jonas Vierlinge nachgedacht. Und habe mir überlegt, das mit dem Ultraschallmod hat ja nicht funktioniert. Das heißt, für mich offiziell, die weiß noch gar nicht, dass sie Vierlinge kriegt. Wir wissen es. Sie. Die drei wissen es nicht. Deswegen werden sie natürlich immer noch in diesem Glauben sein, sie kriegen ein Kind. Oder vielleicht höchstens zwei. Wegen Malia, weil Malia ja auch Zwillinge gekriegt hat. Dann dacht man ja oft, derjenige, das ist so in der Veranlagung. Das heißt, die werden hier ganz entspannt ihr Leben weiterleben, machen vielleicht auch schon Pläne mit Kinderwiege und so weiter. Aber machen sich noch gar keinen Plan darüber, dass es ja vielleicht Vierlinge werden können. Das ist doch die Schwester, also die Halbschwester von Jonna. Ich finde es auch total interessant, dass er total traurig wegen dem Hund ist und Jonna gar nicht. Also ich denke mal, Jonna ist einfach mit ihrem Schwangersein beschäftigt und kriegt das irgendwie nicht mit. Hallöchen! Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute nehmen doch gerade alle den Weg auf in den Urlaubsort, um uns zu sehen. Ja, erzähl ihr Verschwörungstheorien. Alles klar. Ich finde es auf jeden Fall auch schön, dass ihr gesagt habt, dass ihr den Ort hier total liebt, dass ihr ihn schön findet. Und ich fand es auch total schön, dass gefragt wurde von der lieben Lea, warum wir denn den Trailer nicht aktualisieren können. Ich hatte das auch überlegt, aber wir starten bald mit Hope. Und dann hat sich das Thema sowieso erstmal erledigt, weil dann werden wir einen ganz neuen Trailer machen und da freue ich mich sehr drauf. Ich meine, das ist einfach eine bescheidene Situation. Also, Keanu will keine Kinder und kriegt vier. Er war fünffacher Vater, obwohl er keine Kinder will. Jonna ist, glaube ich, glücklich. Also, ich glaube, Jonna möchte gerne viele Kinder. Das ist echt hart. Es ist echt, ja. Und, aber eigentlich spielt es mir komplett in die Karten, dass Hope untergeht, weil, seien wir mal ehrlich, wenn man Vierlinge kriegt, dann nehmen diese Kinder einen komplett ein. Also, da hast du doch nicht mehr für dich irgendwie. Naja, aber ich finde es schön, dass sie sich hier mit ihrer Tante. Ja, und sie hält sich hier mit ihrer Tante. Das finde ich total schön. Ist auch sehr schön, dass die miteinander reden, aber da steht freundlich vorstellen. Hä? Ja, und er pinkelt vor uns. Alles klar. Was ein schräges Bild. Komm. Komm, Hope, wir gehen mal in unser Bettchen und warten auf die Kinder. Tritt, oh, Entbindung in Fragezeichen. Nein, ich bin nicht bereit. Gar nicht. Ich meine, sie sieht ja auch nicht wie Vierlinge aus, ne? Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich wünsche dir einen guten Rückflug. Ja, sind wir bereit? Nein. Sind wir je bereit für Vierlinge? Erzählt mal, ob ihr in eurem Spiel schon mal diese Situation hattet, dass ihr Vierlinge gekriegt habt. Solange es dir schmeckt, ist doch schön. Schmeckt dir der Kaffee nicht, oder wie? Warum trinkst du ihn da, wenn er dir nicht schmeckt? Mal gucken, was sie hier noch für Sachen machen kann, vielleicht über die Schwangerschaft. Organisieren und.
Azurik, Lishrach, Parsifei Proben, Limino, Quar Gorbene. Come on. Könnt ihr das im Zuschauen mal regeln? Ich krieg den nicht los. Ich werd den nicht los. Was ist denn kaputt mit dir? Ey, manchmal habe ich das Gefühl, ich fühle eine Dreierbeziehung. Er tut so, als wenn nichts ist. Boah, ich würde gerade so gerne in das Spiel steigen, um ihn Ritsche-Ratsche zu machen. Ja, hau ab! Also, er tut auch so, als wenn er gerade so sein Leid klagt, ne? Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht essen, ich kann nicht denken. Was tust du? Ey! Warte! Ernsthaft? Ey, wie bleibt die Spucke weg? Guck dir das an. Ich habe auch nichts angeklickt und er sagt schon, verzieh dich doch. Und dann geht er sich ausholen. Geht er jetzt? Nö, er guckt Fernsehen bei uns. Schmeiß ihn raus. Ey, warte langsam. Such dir ein neues Hobby, bitte. Wir sind nicht dein Hobby. Such dir ein neues Hobby. Ich habe beschlossen, dass sobald die Kinder geboren sind, werden wir auf jeden Fall mal in die Tierklinik fahren. Weil wir wollen das so weit hinkriegen, dass die Tierklinik läuft, ohne dass sie da ist. What? Warum besitzt sie ihre Tierklinik nicht mehr? Sie hat keine Tierklinik mehr. Hä? Ja, müsst ihr mal sagen. Also vielleicht will mir das Spiel damit auch was sagen, wie das Jonna beschließt, ihre Tierklinik zu verkaufen, um mehr Geld zu haben und um hier zu leben. Sagt mir mal, was ihr denkt. Sollen wir die Tierklinik wiederholen oder nicht? Wenn es so ist, dann kriegen wir auf jeden Fall eine Menge Schotter. Eine Menge Schotter, wenn sie die Tierklinik verkauft hat. Ja, ich werde jetzt ein bisschen vorspielen, bis zu dem Zeitpunkt, wo das wundervolle kleine Kind, das kleine Kind, die wundervollen vielen Kinder existieren und so. Das ist auch krass, nicht auf der gleichen Seite, wegen verschiedenen Wünschen. Keanu möchte diese Schwangerschaft nicht und betont dies manchmal in der Nähe seines Partners, der dies tut. Krass. Oh, das ist so ein schrecklicher Moment. Jonna freut sich sehr über die bevorstehende Geburt. Manchmal regt es sie wirklich auf, Zeit in der Nähe eines Partners zu verbringen, der dieses Kind nicht will, vor allem. Kinder. Möchte irgendjemand anderes dieses Let's Play übernehmen? Ich habe keine Lust mehr. Mir fehlt auch einfach so ein Hund, ne? Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob Jonna das glücklich macht, wenn sie ihre Tierklinik aufgibt und irgendwas anderes macht. Das war immer ihr Lebensziel, das war immer ihr Lebenstraum, den sie jetzt aufgegeben hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie das zufriedenstellen wird. Ich habe das Gefühl, sie zwängt sich gerade in eine Rolle, die sie nicht glücklich machen wird. Aber ich finde es schön, dass sie von selber zu ihrer Tochter geht. Das finde ich sehr schön. Ich fand den Gedanken auch gut, dass gesagt wurde, ja, aber wieso geht sie denn zur Schule, wenn die im Urlaub sind? Sie sind ja mittlerweile nicht mehr im Urlaub. Also sie haben dieses Haus ja jetzt gemietet. Das heißt, sie wohnen hier auch. Und dann ist natürlich auch klar, dass Hope hier zur Schule gehen muss. Aber ich finde es immer so schön, wie aufmerksam ihr seid und wie viel euch auffällt. Das ist wirklich toll. Und vor allem freue ich mich immer so sehr, wenn ihr kommentiert. Ich saug jeden Kommentar auf und freue mich so sehr über eure Kommentare. Es ist so schön. Ich finde, du könntest mal deine Schwester anrufen. Ihr habt ewig keinen Kontakt mehr gehabt. Und ich finde es echt wichtig, dass du mal mit deiner Schwester sprichst. Irgendwie seit der Entführung oder seit dem Versteck habt ihr gar keinen Kontakt. Und das finde ich echt schade. Weil ihr wart euch mal richtig eng. Oh, Gina ist gestorben. Die Frau von Joey. Oh, guck mal, wer hier ist. Hayley, ihre beste Freundin. Wie schön. Komm, bitte ein Baby zu fühlen. Sie wird unsere Patentante. Beste Freunde. Wie, ihr seid doch eigentlich schon beste Freunde. Dann werdet ihr wieder beste Freunde. Das ist... strange. Das ist auch strange. Alles klar, eure Freundschaft muss ich nicht verstehen. Aber ich weiß, dass Hayley selber ja auch Kinder hat. Ich gucke einmal mal, was sie gekriegt hat. Sie hat zwei Kinder. Sie ist schwanger mit einem männlichen und zwei weiblichen Babys. Ach, du liebes Bisschen. Ja,
Alles klar, also sie kriegt Drillinge, Jonna kriegt Vierlinge. Snorra, weißt du Bescheid? Deine Hayley ist auch sehr fleißig mit Babys. Herrlich, herrlich. Ich finde, Jonna steht das Schwangersein so sehr. Ich liebe es. Und er steht immer dazwischen. Das ist das Problem der Schwangeren. Das ständige auf Toilette rennen. Dann geh jetzt mal eine Runde schlafen. Und Jonna sagt sich, ich leg mich hin. Währenddessen kümmerst du dich bitte um Hayley. Alles klar. Wo ist denn dein Mann? Warum hast du den nicht mitgebracht? Ich finde es schön, dass er sich um ihre beste Freundin kümmert. Auch wenn sie ihn total doof findet anscheinend. Wahrscheinlich, weil Jonna ihr erzählt, dass er keine Kinder haben will und dass sie das voll belastet. Und teambeste Freundin hält halt zu ihr, ne? Ach, Sünde, sie wendet sich irgendwie auch immer nur an den Teddy, ne? Anstatt mit ihren Eltern zu reden. Das ist schon traurig. Es ist soweit, Leute. Hallo! Ich möchte dann gern mal 4 Kinder kriegen, auch wenn ich das noch nicht weiß. Auch wenn ich von meinem Glück noch nicht weiß. Los geht's. Watschel. Diese Schuhe. Nee, du gehst ganz sicher nicht an den PC, Kollege. Boah, ich würde dir was tuten, wenn du bei meiner Geburt am PC hocken würdest. Ihr könnt schon mal ganz, ganz viele Babynamen reinstellen. Am besten bitte passend zu den beiden mit einem tiefen Hintergrund als Bezeichnung. Wir brauchen 2 Jungs und 2 Mädchen Namen. Seid fleißig und schreibt mir immer gerne auch die Bedeutung dazu. Er rennt in ein anderes Zimmer und schreit rum, alles klar. Ich werde jetzt einfach random Namen nehmen und dann werde ich sie auf jeden Fall umbenennen, wenn ihr mir schönen Namen genannt habt, da freue ich mich drauf. Was ist das? Herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen Jungen gekriegt. Ich mache 1, 2, 3. Alex. Noch ein Junge. 1, 2, 3. Christian. Ein Mädchen. 2, 3. Hannah. Oh nein. 1, 2, 3. Nadja. Nee, nicht Triple Play. Vierlinge, ich wollte schon sagen. Oh, guckt euch das an. 1, 2, 3, 4. 2 sind dunkel, 2 sind hell. Ei, Karamba. Die beiden denken sich auch so. Nee, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Wir haben nicht 4 Kinder gekriegt. Ich meine rein rechtlich gesehen. Ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt. Rein rechtlich gesehen müssten wir doch eigentlich auch den Anspruch auf Hilfe haben, oder? Das ist, dass wir sagen können, so, wir brauchen dann eine Nanny oder so. Also sagt mir mal, was ihr davon haltet, weil ich bin der Meinung, dass man zumindest, glaube ich, in Deutschland das Anrecht hat, jemanden zu haben, der einen da unterstützt. Puh, Sünde, jetzt stehen die alle hier im Zimmer von Hope. Oh, und Hope denkt auch so, was ist das? Ja, und nun kommen wir zum Punkt aller Punkte. Die beiden sagen sich, okay, Vierlinge. Haben wir nicht mit gerechnet. Wir können uns das nicht leisten. Was machen wir jetzt? Gehen wir zurück nach Brindleton Bay. Gehen wir ganz woanders hin. Was tun wir? Und dann kam mir ein Gedankenblitz. Keanu sagt, ich habe da was entdeckt, was ich gern tun würde. Also sie wollen immer noch so ein bisschen fliehen von der Vergangenheit und dem, was passiert ist. Dementsprechend hat er eine Idee, die er gerne umsetzen möchte. Und die werde ich euch jetzt präsentieren. Und dadurch, dass Jonna ja auch ein bisschen was von ihrem Verkauf gekriegt hat für die Tierklinik, sagen wir jetzt mal so, weil die Tierklinik einfach nicht mehr da ist, hat er diese sehr strange Idee zu sagen, ich werde jetzt ein Wirt, ein Weinwirt. Weil Jonna muss sich sowieso erstmal auf die Kinder konzentrieren. Also sagt er sich, ich werde Weinwirt. Ich werde das hier noch ein bisschen aufbauen, dass hier auch so ein paar Risse und sowas drin sind, weil das soll jetzt nicht das hochmodernste Haus sein, weil wir ja im Endeffekt eigentlich
nicht so viel Geld haben. Deswegen sagt er sich in gewisser Weise, ich baue das hier auf. So, ich mache hier in uns einen, sozusagen einen Weinkeller raus. Wir verkaufen Wein, wir verkaufen Gemüse, Obst. Hier ist auch so eine kleine Bar, wo man zum Beispiel auch mal Leute einladen kann oder vielleicht sogar eine Art Lokal macht, wo man Wein verkauft, den Wein, den man hier anbaut. Wie ihr seht, muss ich das hier noch ein bisschen ausbauen, dass das hier auch alles einnimmt. Aber ich finde die Idee richtig cool zu sagen, wir haben unseren eigenen Weinstock und wir bleiben in Tartossa, weil ich würde schon ganz gerne in Tartossa bleiben. Und wir haben dann auch zum Beispiel hier unten einen richtig, richtig coolen Weinkeller. Und ich habe dieses wundervolle Grundstück gefunden bei The Sims Resource und habe dieses Grundstück irgendwie gleich gefühlt. Und dementsprechend werde ich hier auch Stück für Stück die Räume noch ein bisschen umbauen, vieles aber auch so ein bisschen altertümlich lassen, weil ich mir sage, so, das soll ja auch alles nicht so hip und modern sein. Und hier oben haben wir vor allem genug Räume für die Kinder, die wir ja alle haben. Und Hope, und das möchte ich ein bisschen darstellen, Hope zieht sich komplett zurück. Hope wohnt hier oben. Alleine, für sich und zieht sich sehr zurück. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich schon mal darstellen will, dass Hope einfach sich wirklich zurückzieht, sie das alles nicht erträgt, sie auf ihre Weise ihr Ding macht und wir werden zum Beispiel hier auch das Wasser werden wir zum Beispiel so ändern, dass das alles, ja, nicht so gut aussieht. Dass das alles Stück für Stück quasi erneuert werden muss und wir uns das erarbeiten müssen. Ich hoffe, ihr findet die Idee gut. Ich habe da total Bock drauf. Ich habe noch nie so ein Weingut gespielt. Ich denke, dass die hier ganz glücklich werden können. Ich denke, es ist Gutes, wenn wir in Tartossa bleiben. Ich wollte eigentlich immer, dass sie in Brindleton Bay wieder hingehen, weil das so Jonas Heimat ist und Jonna ist da lieb. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die so als Senioren, wenn sie beide alt sind und wenn sie quasi ihre Kinder groß haben, sagen, so ziehen in ein kleines Cottage in Brindleton Bay. Bin gespannt, wie ihr die Idee findet. Mir ist noch etwas Wundervolles eingefallen, weil die liebe Severia hat ja schon vor längerer Zeit, tut mir sehr leid, gefragt, was ist eigentlich mit Tore? Wie viele Kinder hat der mittlerweile? Und mein Tiny Potato Gehirn hat es natürlich schon wieder total verschisselt. Es tut mir sehr leid, meine Liebe. Aber wir gehen jetzt mal kurz rein und gucken, was bei dem lieben Tore so abgeht. Weil anscheinend wohnt er immer noch alleine. Aber wir wollen natürlich auch gerne wissen, hat der überhaupt Kinder gekriegt oder nicht? Oder? So, also wie du siehst, der Tore lebt immer noch alleine. Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Es passt aber auch irgendwie zu ihm. Warum hat er da so komische blaue Kinder in seinem... Alles klar! Also... Er hat 3 Söhne gekriegt, von dem ist einer blau und die Frau auch. Das ist sehr interessant. Dann hat er von dieser wundervollen Frau, die mit einem anderen verheiratet ist und mit dem auch noch 2 Kinder hat, ein Kind. Und mit der auch noch welche gekriegt, die auch noch 4 hat. Er hat 3 Söhne gekriegt. Aber keine Beziehung. Traurig. Ist er überhaupt irgendwie verliebt? Es ist das traurige Leben des Tore. Er hat 3 Söhne, zu denen er zumindest eine einigermaßen gute Beziehung hat, von dem einer blau ist. Und was hat der im Haar? Eine Blume? Wenn ihr genaueres wissen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mal gucken, was da noch bei so rumkommt. Wie alt ist er denn mittlerweile? Er ist auch schon Senior. Senior, 3 Kinder, keine Frau. Ich weiß nicht, ob das ein erstrebenswertes Leben ist. Also ich finde nicht. Tore, spiel dich weiter. Viel Glück. So, meine Lieben. Vielen, vielen, vielen Dank für diese wundervolle Folge. Danke für eure Treue, für euer Gucken. Und wie immer, ihr dürft alles mitentscheiden. Schreibt eure Gedanken. Wenn ihr nichts drunter schreiben könnt oder wollt, könnt ihr mich auch gerne privat anschreiben. Da freue ich mich sehr drüber, denn es ist unser Let's Play. Und ich genieße es sehr, eure Gedanken, Ideen und Reaktionen zu hören zu den Folgen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Bleibt so wundervoll, wie ihr seid. Ich habe euch alle sehr, sehr, sehr lieb. Fühlt euch umärmelt, eure Rainia. Ciao!